3. Da können wir uns gleich noch ein bisschen drum kümmern. Aber erstmal wird jetzt hier fertig. So, dann wollen wir einen Zug kaufen. Crocodile. Erstmal gucken, wie schnell die. Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide, Schlacke. Die schaffen 120, okay. Wir brauchen auf alle Fälle offene Güterwagen. Aber wir brauchen auch. Wir bräuchten vielleicht 4 offene und 2 Rungen. Haben wir einfach 120 Pferd hier. Ja. Ich würde aber schon gerne dann hier auf. Dann halt die Schweizer nehmen. Die AE4-7. Einfach damit wir schon mal ein bisschen die Elektrifizierung ausnutzen können. So, jetzt 1, 2, 3, 4 davon und 2 davon. Und dann noch einen neuen zu kaufen. Das gleiche Spiel dann hier auch nochmal. Nochmal die AE4-7. Jetzt brauchen wir aber, glaube ich, nicht alles, sondern nur die Bretter und Baumstämme und Bretter, Rungenwagen. Heißt, da gehen wir auch nochmal auf. Okay, bisschen länger. So, und ich würde sagen, wir machen nochmal Folgendes. Wir weisen den. Starroute zu. Und wir fahren mal einfach eine Strecke mit nach Amiens Ost mit AE 4-7 der Stahlroute. Und ich glaube schon. Nee, dann. Ich dachte gerade. Ich dachte, ich hätte einen Fehler gefunden. So, nach Amiens Ost wollen wir doch immer noch. Nee, wir wollen nach Amiens Haltepunkt. Genau. Oh, ihr wollt mich verarschen. Wisst ihr? Das verstehe ich nämlich auch nicht. Wir haben dem Zug. Beziehungsweise der Linie. Die Linie Stahl 1. Die geht ja offiziell in Luxemburg abzweiglos. Ist es so, dass der automatisch den nächsten Punkt wählt? Quasi, also, und dass er von dort aus losfährt, dass er halt merkt, okay, Amiens Ost ist näher dran. Heißt, ich fange bei 3 an, fahre dann nach 4 und dann nach 1? Oder wie muss ich das verstehen? Ist das so? Aber es scheint mir gerade echt so, dass das jedes Mal so ist. Also muss das ja offenbar so sein. Dann fahren wir halt erst zum Amiens Haltepunkt. Zum Haltepunkt in Amiens. Fahren dann zurück nach Amiens Ost. Dann geradeaus wahrscheinlich komplett durch. Nach Luxemburg, im Haltepunkt bei Luxemburg, glaube ich, war das. Holen dort ein bisschen, hoffentlich, fingers crossed, ein bisschen Eisen ab. Und fahren dann weiter, holen Kohle ab. Nicht euer fucking Ernst.
Kein Weg elektrisch. Wollt ihr mich verarschen? Kann er sich einfach nicht mehr umdrehen oder so? Oder habe ich das verpasst? Kein Weg, in Klammern, elektrisch. Hier ist ja noch elektrisch. Hier ist es auch noch elektrisch, oder? Ja. Verstehe ich es. Ich würde jetzt mal ganz spontan behaupten, dass da unten drunter auch elektrisch ist. Hier ist es ja überall grün, ne? Verstehe ich jetzt nicht. I don't get it. Ich verstehe das nicht. Was? Da am Jung-Ost, ja, das war klar. Und am Ost wieder jetzt wieder zurück. Und dann hoffentlich in die richtige Richtung. Also umdrehen kann er sich noch auf der Stelle, das haben wir gerade eben gesehen. Weil jetzt bitte drehe ich nochmal um und sag mir jetzt, du fährst irgendwie nach... Weißt du was? Das ist so doof gewesen. Herrlich, endlich fährt er zum Abzweig hin. Oh. Muss man sich immer jedes Mal vorher aufregen. Nicht bergab, bergauf. Heißt, da wird gleich die erste große Boot bekommen. Mir fällt gerade auch mal merken, dass ich erstmal die Brücke hier in einem anderen Jahrzehnt oder gar Jahrhundert gebaut habe. Denn diese hier ist noch. Und am anderen war es, glaube ich, automatisch stählernen die Farbe Stahl. Ja, so halt wie die Masten der Stromleitung. Farblich. Ich hoffe mal, dass ein bisschen schon ein bisschen Kohle oder auf alle Fälle ein bisschen.
Erz, an den Kohle haben wir eben ein bisschen vorbeigefahren. Ein bisschen Erz, da schon ein bisschen rumliegt. Eisenerz, dass wir schon ein bisschen Eisenerz mitnehmen können. Da haben wir was Neues bekommen. Und das Spiel wird gespeichert. Und es wird dunkel. Steil bergauf. Und wir sind bei den größeren Bahnen angekommen. Und da steht auch schon Eisenerz. Sehr schön. Sieht sehr schön aus, wie es da steht. Die Frage, die es mich stellt, ist, wie schnell müssen wir weiter? Wir fahren aber erstmal nach Rheinnord und holen uns eventuell ein bisschen Kohle ab. Wir schön mit dem Tunnel durch. Ein bisschen eine weitere Strecke. Ich sehe es ja schon kommen. Wir können diesen Zug nicht wieder, zum Depot schicken und sagen, komm hier, wir nehmen schnelleren Zug. Ich weiß es nicht. Ich werde das Spiel auf alle Fälle noch kurz pausieren und nachschauen, wo und was wir Neues bekommen. Weil ja schon fliegen dürfen. Das könnte ich schon vorher hinweisen. Ja. Ich weiß. Das heißt, wir müssen upgraden. Jetzt geht es nach Amiens Ost. Was sind das? Ja, das sind Hochgeschwindigkeitsreisen. Das sah gerade ein bisschen anders aus. So, die Restroute kennen wir ja schon. Ah, sieh mal einen an. Roter Pfeil, Opel Blitz, Schiff und so weiter. Und noch Klasse A4. Der fährt schon mit Stahl. Hey,